Ja, herzlichst willkommen zu einer frischen Folge Dark Orbit UCF. Und mit mir am Start ist meine Maus, meine rechte Hand und meine linke Hand. Und The Warrior Song von The Fat Red im Hintergrund. In Dota 2 ein Musikpaket, was man kaufen kann. Habe ich tatsächlich getan, um es zu unterstützen. Mega geile Musik. Der Link dazu, ne, bevor ich es vergesse, ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Wer The Fat Red noch nicht kennt, hört mal rein. Mega geil. So, jetzt gibt's heute erstmal Spaltungskristalle für mich. Sehr schön. Da freue mich. Hat man gehört, glaube ich. So, ich hätte gerne Seprömchen und ein bisschen Promeriumchen. Auch mal 10 Stück. Nein, 10. Nicht 1, Komma. Dankeschön. 1800 Uri. Easy. Ich habe so das Gefühl, ich spiele gar nicht mehr offscreen. Auch schon länger so. Das letzte Mal wollte ich mir einen. Was war's? Eine Aegis, glaube ich. Wollte ich mir eine Aegis vorknüpfen. Das Problem war bloß, Aegis hatte noch Besuch und Freunde und das war zu heavy. Ja. Ist aber nicht so schlimm, denn 24 von 30 haben wir schon für die Quest, die ich seit mindestens einem Jahr habe. Hier steht gerade ein Surgeon, ich bin Surgeon. Passt gerade dazu. Ich gehe kurz auf die Hauptseite. Nämlich, für den Surgeon kann man sich das Alien-Design hier kaufen. Das seht ihr jetzt nicht, das Fenster hat sich geöffnet. Und hier steht jetzt Goliath Siblonid Surgeon. Kann nur einmal gekauft werden, kostet 4,99 €. Und als Beschreibung steht, wer auch immer das Siblonid G Surgeon entworfen hat, war vielleicht etwas verrückt. Aber du bekommst ein reines Alien-Design für das klassische Schiff. Ja, und jetzt zurück in den Weltraum mit dir. Ich stehe tatsächlich auf die Zangen von dem Goliath und auf das ganze Goliath-Ding, wie er hier halt ist. Und ich habe nicht die Absicht, mir da einen Sibeloniten draus zu bauen. Die Idee ist ganz niedlich, aber 5 € ist es mir nicht wert, wie ein Sibelonit auszusehen. Muss ich ehrlich sagen. Das ist meine Meinung zu dem Teil, was wir da gerade haben. So, und ich bin natürlich ein, ein netter Spieler, der gerne auf die unteren Karten noch geht und mal schaut, was so die kleinen Spieler treiben. Und sucht sich jetzt mal, also ich suche mir jetzt mal ein paar Schiffe raus, die hoffentlich hier auf der Karte auch sind, die ich mir für meine Quest snacken kann. Das ist es nicht, aber es ist ein Goliath. Ich glaube, ein normaler mit einem Jade-Design. Das Blöde ist halt, wenn du nicht schnell genug bist, wie man hier gerade sieht, flüchten dir die Schiffe, weil die Bots erkennen, da ist was. Und dann geht's ruckzuck weg. Ruckzuck ab zum Gate. Du gehst mal in den Sammelmodus, Pet. 21 Uridium halten, sehr schön. Ja gut. Also ein Weng brauche ich jetzt nicht tatsächlich. Ich brauche die Skill Designs. Also sind ja keine Skill Designs, sind ja Schiffe. Darf ich nicht vergessen. Also ich brauche die Schiffe. Hier wird gerade gebaut. Die Schiffe. Soleis und Specky ist es, oder? Nee, Quatsch. Wie heißt das Ding? Sentinel? RS macht hier. Alles klar. Und ich brauche halt jegliche Aegisse. Wie man sieht, jegliche Leonuf sind natürlich auch immer gut. Das Falsche. Das wollte ich.
Und hier ist doch wieder einer bei. Vengeance. Halt. Dankeschön. Aber es ist leider kein Schiff, was ich brauche. Das ist das Doofe. Das Problem, glaube ich, kennt ihr auch, ne? Du findest nämlich einfach nicht das, was du brauchst. Der hat gerade ein EMP gemacht. Hier ist wieder ein Schiff, was man nicht braucht. Das ist eine Slow-Mine. Die liegt da auch ziemlich toll. Das sind ja zwei, ist auch ganz toll. Hier ist noch einer. Ich wollte gerade drauf drücken. Ich hätte die Taste nehmen sollen. Ah, von Harofa. Stört. Hm. Oh, was ist denn das? Ocean Elite A Drohnen Design. Was aus für? Okay. Möchte ich aber nicht. Danke. Also hier aktiv. Ach. Hier habt ihr auch nochmal das Alien Design. Hier könnt ihr drauf drücken, das erwerben. Dann kommt er wieder auf das Fenster, wo wir vorhin schon waren, zusammen. Und die Quests sind halt immer noch am Start. Dann würde ich mal sagen, das CPU ist ja nicht mehr im Cooldown. Dann gehen wir mal Richtung EC. Da kenne ich mich aus. Aber 2.5. Vielleicht habe ich da Glück, dass ich da Gegner finde, die das entsprechende Schiff fliegen. Das ist ja so das Problem, was ich habe. Ne? Eigentlich müsste hier ein bisschen was los sein durch die täglichen Quests, die man machen kann. Wo man auch hier Sibyloniten machen muss und Lordakiumsens. Aber hier ist nichts los. Aliens, Aliens, alles voller Aliens. Alles voll. Im Chat ist auch nicht viel los. CM Toffee. Hier steht ein Schilddesign, leider nicht das Richtige. Schade. Kommt auch einer. Ach nee. Chevron-Formation. Ha. Schade. Das ist das richtige Design. Danke. Äußerst praktisch. Fresser. Aha. Okay. Hm. 25. Ist schon mal gut. Hier habe ich wen beim Kubi-Schießen kaputt gemacht, glaube ich. Ja, fliegt zur Base. Passt schon. Da fliege ich nicht hin. Die Base macht nämlich mehr Aua, als gut ist. Schade eigentlich, dass nicht alle Schilddesigns zählen. Ist wirklich schade. Hallo. 10% Damage Boost auf einem Design ist natürlich auch heftig. Ja gut, es ist kein Design, es ist ein eigenes Schiff, aber ich werde immer Design, glaube ich, dazu sagen. Tag. Weil einfach das früher so war. Juckt ihn halt nicht. Ach man. Was? Bin jetzt mal ehrlich. Das gibt's doch nicht. Die nehmen mich ja nicht ernst, Leute. Das gibt's doch nicht.
Weißt du, das Spiel ist im Chat so tot, Toffi. CM Toffi, weißt du? Da wird dir keiner antworten. Nur ganz, ganz selten vielleicht. Selbst wenn es um die Uhrzeit jetzt so ist, dass ein paar Leute zu Hause sind. Pass mal auf. Da machen wir mal so. Hashtag Stille. So, den Hashtag Stille gibt es dafür. Hier ist auch nichts dabei, was man gebrauchen kann. Ein AMG, sehr schön. Hatte ich auch mal ein AMG. Also jetzt keinen richtigen AMG, sondern den OMG tatsächlich. Wer meine Videos verfolgt hat auf dem Kanal vom letzten Jahr, hat es gesehen. Spätestens die Einkaufstour. Hat jeder meinen OMG gesehen. Aber hier ist echt nichts los, ne? Nicht mal hier unten. Hier ist ein Pet. Volles Pet. Fleißig am Sammeln im Tarn. Millionen gibt es dafür. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. 27 Mille haben oder nicht haben. Hier ist. Da ist was Getarntes. Ist das Gruppe? Ja, Unlimited. Ah, kein Schild. Aha. Aha. Er spottet ihn fort. Kicken. Ein Wagen mit 54k. Ich hab, das, wie gesagt, ist das Schiff, was ich immer gerne gemocht habe, tatsächlich. Und warum er das macht, ja wahrscheinlich für die Quest hier auf der Karte. Wenigstens hält der King lang zusammen. Hier dümpeln überall Aliens rum. Da ist nix. Hier fliegt einer mit einem Vollgas-Spot unterwegs hier. Was haben wir hier? Surgeon. Ach, er. Von eben. Ja, der ist aktiv. Der wehrt sich aktiv. Obwohl er eben, ja, glaube ich, wisst es noch, sich gegen einen Krisi gewehrt hat mit X4 und einem Insta-Schild. Hier haben wir eine Hammerclaw. Die möchte ich aber auch nicht. Möchte er was anderes? Hier ist nichts los. Dann würde ich was sagen. Ich spring mal von hier. Ist auch nichts. Ich springe mal von hier auf die Venuskarten nochmal. Also die oberen Venuskarten, nicht die unteren. Und die sind da. Mal 3, 5. Vielleicht habe ich Glück. Und finde irgendwo noch was. Nein, nein, nein. Jetzt jeder Dödel hat ein. Na, wie heißt es? Ein Cyborg. So. War auf Surgeon gerade, aber nein, Cyborg heißt das Ding hier. Also jeder Dödel hat wohl ein Cyborg. Nur ich nicht. Tani. Ach, Mono. Und im Chat hat sich auch nichts mehr bewegt jetzt. Warte mal. Ich kenne mich auf den VU-Karten ja auch, so muss ich hin. Da wäre 4-4. Nee. 4-5. Da muss ich hin. So rum. Also hier unten geht es nach 3-6 und da drüben geht es nach 3. Aha, so rum geht das Ganze. Credits ist auch geil. Und dieses Lied feiere ich persönlich richtig. Ist einfach so schön asiatisch angelehnt. So wie jede einzelne Melodiezeile wahrscheinlich von Fat Red. Das habe ich so im Gefühl. Tatsächlich. Vergesst nicht. Guckt euch das an. Hört euch an. Ohne Hose.
Alles klar. Wiedersehen, Stimme. Nein! So, das Game ist tot. Weiß der CM genauso gut wie ich. Meme ist es. Ach man, eine Basis. Manu, nee. Hier ist was Getarntes. Der Chat wohl auch. Ja. Hier stehen sogar zwei davon. Ja, und du zeigst jetzt Kraft der Wassersuppe, was du kannst. 7000 Schaden. Hey, 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 hey. Hätte platzen müssen, es sei denn, er hätte jetzt irgendwas sehr Interessantes gehabt, was ich noch nicht kenne, was Instant-Reparatur bringt. Hm. Hier bin ich. Was kann denn eine Meme, ist es nur? Was war denn das? Hihihi, mein Schild. Hat dann einen Botter aufgedeckt. Eisraketen gehen auch nicht immer. Schade. Der Eddie kann nicht fighten. Ich weiß. Frosch Nummer 1. Jawohl. Natürlich. So, Freunde, ich wünsche euch einen traumhaften Abend. In diesem Sinne, haut rein und ciao.